Einen wunderschönen guten Morgen und schnurzlig willkommen zurück hier bei Fallout 4. Heute wieder in einer neuen Aufnahme und ich weiß gar nicht, wo wir gewesen sind. Wir haben in den letzten Folgen, glaube ich, jede Menge gut das abgelegt und Ding haben wir ja alles. Wir haben ja, glaube ich, versucht, Lexington zu erkunden oder abzuschließen, was ja nicht so ganz funktioniert hat. Und was mir einfällt, ich hatte... Ja, erst einmal wieder liebe Grüße an den lieben Markus, der mir wieder ein paar schöne Tipps gegeben hat. Nämlich beispielsweise, dass ich ein... Ich weiß zum Beispiel, dass man den guten Hundi, dass man den ausrüsten kann. Ich wusste jetzt gerade nur halt, ich wusste halt jetzt nur nicht mehr genau wie. Und der gute Markus hat mir den Tipp gegeben, ich muss das wie gewohnt ins Inventar vom Hund legen und dann kann ich hier mit T kann ich's ausrüsten. Und jetzt hat er eine Halskette, eine Hundehalskette an. Guck mal, schön, geil. Und irgendwas war es noch. Was war es denn noch? Ach ja, weil ich ja in den letzten Folgen doch ziemlich verwirrt war, weil immer wieder an der gleichen Stelle verschiedene Sachen getriggert wurden. Einmal waren es Ghule, ja. Dann waren es auf einmal Minutemen, die wo da waren. Dann waren alle tot. Dann war ein Mr. Gutsy, hieß der, glaube ich, war dort mit einem Protektron. Und das sind wirklich solche Zufallsdinger, die wo halt durch Schnellreisen, glaube ich, getriggert werden und die wo halt auch wechseln können. Und da hat mir auch ein cooles Video geschickt, wo drin erklärt wurde, wie das geht, welche Stellen, an welchen Stellen das passiert. Und da kann es halt auch sehr gut vorkommen, dass man halt während einer Aufnahme wirklich zwei, drei verschiedene Situationen triggert. Also Zufallsbegegnungen, die halt da zufällig mehrere verschiedene Möglichkeiten bieten. Und immer wenn man da halt mit Schnellreise oder so hingeht, passiert halt irgendwas anderes. Um das zu demonstrieren, könnten wir eigentlich auch mal da hinreisen. Wo war das denn nochmal? Das war, glaube ich, Lexington hinten draußen, ne? Ich glaube, das war sogar bei den Apartments, wenn ich mich nicht täusche. Das war hinten am Busbahnhof, an der Bushaltestelle hinten draußen, soweit ich weiß. Und das müsste durch die Schnellreisen, müsste das getriggert werden und müsste dann eventuell auch ja wieder jetzt was anderes kommen oder halt etwas, das wir schon mal hatten. Je nachdem. Also, liebe Salome, es waren scheinbar die Ghule, wo da auf einmal waren, waren scheinbar nicht die Minutemen, die da vorher waren, auch wenn das gepasst hätte wirklich, aber es waren scheinbar nicht die Minutemen. Es war scheinbar was Separates, was mit dem anderen nichts zu tun hatte und wir schauen einfach mal, ob wir da wieder was triggern oder ob da jetzt nichts ist, weil es ist auch eine bestimmte Chance, dass da auch mal nichts kommt. Und wie man sieht, da hinten bewegt sich was. Das sind Supermutanten. Das sahen aus wie Supermutanten. Ganz ehrlich, ich möchte da nicht hin. Und hallo, ich will meine Knarre haben. Was ist denn los? Ach, jetzt ploppt das auf. Das sehen aus wie Supermutanten. Wollt ihr mich verarschen? Und das sind Supermutanten. Alter, was? Ich möchte, ich will nicht. Weil, Alter, das sind vier. Die sind zu viert. Ich habe doch keine Chance gegen die. Liebe Leute, nehmt's mir nicht übel, aber ich möchte nicht unbedingt dahin. Ich habe zwar eigentlich ganz gut Muni zusammen, aber... Oh. Da wird sich auch gekloppt. Ich höre das gerade. Ich glaube, das kam sogar von da oben. Was geht denn da ab, ey? Okay, jetzt bin ich doch neugierig geworden, leider. Ihr gestattet, ich speichere mal. Aber hier, das ist jetzt der beste Beweis, dass da tatsächlich verschiedene Sachen triggern können. Aber ich möchte trotzdem nur ungerne dahin. Weil ich habe echt Angst, dass diese ganzen Supermutanten auf einmal auf uns zugerannt kommen und wir dann echt in Schwierigkeiten stecken. Das wäre nämlich alles andere als cool.
Aber es ist interessant, dass das scheinbar wirklich stimmt. Hä, wo sind die denn jetzt? Du gestattest, ich gehe mal in den Schleichmodus. Dann sehen die mich vielleicht nicht sofort. Weil... Ach, Kumpel, erschreckt mich nicht so. Weil so sehen die uns nicht direkt. Hoffe ich jedenfalls. Ach, da unten. Da unten sind die. Guck, da unten. Ja, wenn er sich jetzt nicht... Wow. Nice, gewonnen-hitted. Schick. Ich muss bloß jetzt die Umgebung hier im Auge behalten. Weil... Ich sehe die anderen jetzt aber gerade auch nicht. Ah, da kommt er. Ja, ist toll. Danke, dass du so im Kreis rennst hier die ganze Zeit. Ah, da kommt der Nächste. Na, das war nix. Ich dachte, ich könnte dem vielleicht so noch den Rest abziehen. Aber... So, jetzt sind wir wieder versteckt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir alle vier erwischt haben. Ich glaube, das waren aber nur drei. Es sei denn, da war ein Selbstmörder dabei, der sich dann in die Luft gejagt hat. Eine Planke. Der hatte eine Holzplanke wahrscheinlich dabei. Interessant. Oh gut, das sieht man zum Beispiel am besten, dass das wirklich zufällig getriggert wird. Das sieht man das. Finde ich ganz geil, vor allem da ich jetzt weiß, wie man das triggern kann. So, dem haben wir hier den Kopf abgeschossen. Ah, das waren die Schüsse hier. Hier waren mal die Schüsse, weil die haben wieder Hunde gehabt. Hier waren wieder Hunde gewesen. Die wahrscheinlich, wilder Mischling, ja, die haben die wahrscheinlich angegriffen. Und deswegen haben die wohl hier, sind die hier wohl ausgerastet. Vermute ich mal. Da haben wir noch einen Hund. Ich weiß gar nicht, waren wir hier schon? War ich hier schon drinne? Okay, wieder aufpassen. Wobei aber jetzt theoretisch gesehen ich keine Bodenfallen und so mehr auslösen können müsste beim Schleichen. Theoretisch. Alles gut. Ah, Kleber. Kleber. Also liebe Leute, ne, bedankt euch bei dem lieben Markus, unserem, Minecraft wollte ich gerade sagen. Unserem Fallout 4 Profi. Der uns hier regelmäßig mit guten Tipps unterstützt und mit hilfreichen Sachen. Wie hier zum Beispiel mit dem Halsband, wie ich dem guten Dog Meat das Halsband anlegen konnte. Und mit dem Triggern der Zufallsbegegnungen. Ist echt super. Vielen, 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 vielen Dank für die vielen Tipps, die du mir immer zukommen lässt. Das ist echt eine mega große Hilfe. Ich glaube, wir kamen von da oben. Ich möchte jetzt nur mal wissen, liegt da ein Bulle oder was ist das? Tatsächlich. Ah, ein Hirsch. Das ist ein Hirsch. Supermutanten-Selbstmörder. Ja, genau. Das war der vierte. Ah, der hat wahrscheinlich den Hirsch angegriffen, könnte ich mir vorstellen. Der hat wahrscheinlich den Hirsch angegriffen, der da lag. Oder der da vielleicht entlang gelaufen ist. Weil ich habe mich schon gewundert, so, hä, das waren doch vier, wo ist denn der vierte? Deswegen habe ich gesagt, ja, ich glaube, der vierte war ein Selbstmörder, der irgendwo dagegen gelaufen ist. Und ja, damit lag ich sogar richtig.
So, also wir haben hier jetzt bereits vier verschiedene Zufallsbegegnungen getriggert. Kann ich hier wieder? Ja, hier kann ich auch wieder mitnehmen. Sehr nice. Wir hatten hier einmal die Minutemen. Ist das ein Bein? Ach, ich schätze mal, der liegt irgendwo im Boden drinne. Also wir hatten hier Minutemen. Wir hatten hier Ghule. Wir hatten hier den Mr. Gutsy und den Protectron. Und wir hatten hier jetzt Supermutanten drin. Also wir haben jetzt hier vier verschiedene Szenarien gehabt. Und ich finde das richtig cool, dass das sogar auch direkt funktioniert hat. So, damit haben wir hier jetzt. Nee, da will ich nicht rein. Das sieht nass aus und und nass ist hier drinnen meistens mit Radioaktivität verbunden. Jo. Wir haben das hier fertig. Ich würde sagen, wir huschen jetzt mal ganz schnell nach Hause. Wir huschen jetzt mal ganz schnell nach Hause, liefern nochmal unseren Kram ab und dann schauen wir mal, dass wir hier unsere Quests vielleicht mal aufrüsten. So, kann ich hier schon hin? Ja, tatsächlich. Bin ich hier schon mal vorbeigekommen? Ach ja, genau, da drüben war das Büro. Da würde ich sagen, machen wir dann mal so langsam wieder ein paar Quests endlich. Aber ey, es gibt so viel. Ich habe das Video angeguckt, lieber Markus, wenn du hier wieder zuguckst. Ich habe das Video angeguckt, dass du mir da den Link geschickt hast kürzlich. Und Alter, dieser Typ, ne, hast du dem seine Karte gesehen? Alter, was da überall diese entdeckten Sachen, also du hast die Karte vor lauter entdeckten Sachen ja nicht mehr gefunden. Also es ist schon richtig krass, was es da alles zu entdecken gibt. Also dagegen ist das, was ich hier habe, echt ein Scheißdreck dagegen. Also du hast hier vor lauter entdeckten Sachen, hast du ja jahrelang nicht mehr gesehen hier. Richtig krass. Also wenn das mal bei uns später auch so aussieht, da bin ich echt stolz drauf, ne? So, Gurtzeug. Lederrüstung. Was haben wir noch Schönes? Nix. Gut. Waffen haben wir, glaube ich, auch nicht sonderlich was Interessantes. Außer unsere. Ja, eine Planke. Weißt du, so eine Holzplanke einfach. Ja, klar, so eine Holzplanke wiegt nur 3 Kilo, sage ich jetzt mal. Weißt du, aber so eine Knarre, die wirkt irgendwie. Ja, gut, das ist Metall, ne? Alles klar. Was Interessantes haben wir nicht bekommen. Das kann man alles verwerten. So, das kann man verwerten. Die Klamotten, wo wir gekriegt haben, können wir eigentlich auch verwerten. Die haben wir ja schon geguckt, ob man was davon gebrauchen kann. So. Und dann kann man eigentlich mal gucken, ob wir unsere Knarre aufrüsten können mal wieder. Ich glaube es aber nicht. Verlängerter Lauf, kurzer Kolben, Leuchtvisier, mächtiger Verschluss. Haben wir Bitte irgendwas ich. Neues? Stecher, Muss jetzt nee. allein sein. Was willst du allein sein? Ach, du hast mal wieder deine. Wo haben wir sie denn? Pistole, Schrotflinte. Hier, die MG wollte ich noch mal gucken. Gehärteter Verschluss. Ach, da ist der mächtige Verschluss. Da brauche ich. Ach, schon wieder Kleber. Moment. Da kann ich eigentlich mal schauen, ob jetzt inzwischen ein bisschen Gemüse fertig geworden ist, aus dem ich hier meinen Klebstoff basteln kann. Scheint wirklich was zu werden. Da haben wir noch ein paar Beeren. Und noch mehr Beeren und noch mehr Beeren und noch mehr Beeren. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Haben wir denn auch ein bisschen Mais? Ja. Oh, wir haben endlich Mais. Zwar nicht viel, aber immerhin. Sehr schön, sehr schön. Hey, ja? Hi, bist du neu? Nö, scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Gut, ach, ich guck mal, hier haben wir noch eine Karotte. Das nehmen wir auch noch alles mit. Wenn es schon mal reif ist, ne? So. Dann holen wir einfach mal unsere Tomaten. Oh, sorry, das wollte ich jetzt aber nicht. Unsere, wie hießen die? Tatto? Tatto, ja. Unsere Tattos nehmen wir mal mit.
Da haben wir noch einen Maiskolben. Und was war's noch? Die Mutabären. Nehmen wir auch mal alle mit. Schauen wir mal, was wir hier basteln können an Kleber. Ach ja, und genau, ich glaube Wasser. Ich glaube, das Wasser braucht man noch. Hier. Aufbereitetes. Habe ich ja. Hä? Habe ich ja keins mehr oder habe ich das einstecken? Kann auch sein, dass ich es einstecken habe. Gucken wir mal. Verwertbares Gemüsestärke. Juhu. Alter, wir können sogar zwei Stück machen. Ja, sehr nice. Ich freue mich, ich freue mich. Gut, dann können wir. Dann haben wir wieder Kleber. Dann müssten wir eigentlich unsere Knarre aufwerten können jetzt. Unsere MG mit. Doch nicht? Ach so, ich brauche dafür Rang 2. Och nö, das hättest du mir auch früher sagen können. Ich habe mich schon gefreut jetzt hier. Wie viel? Oh, da fehlt ja noch voll viel, ey. Oh, da fehlt noch voll viel. Wo soll ich die ganzen EP dafür herkriegen? Oh. Gut, dann lagern wir einfach mal alles wieder ein. Macht nischt. Kleidung, Hilfsmittel, das Wasser. Eichhörnchen, Eichhörnchenbissen. Ach ja, genau, kochen. Kochen. Ich habe ja auch wieder ein bisschen Fleisch und so gehabt. So, hier. Und hier. Und Hundi. Haben wir auch wieder lecker. So, das war's, glaube ich, auch, ne? Ja, sehr gut. Den Rest können wir wieder einlagern. Na, heute wollen aber viele was von mir. So, das lagern wir wieder rein. Eichhörnchen gebacken, gebacken, gegrillt, gekocht, Gemüse, geröstet, Karotten, Klingenkorn, Eichhörnchen, Köderkeule, Leguan, Mais, Melone, Eieromelett, Beeren, Mutantenhundekeulen, das ist fertig gegrillt, Redaway, Ribeye Steak. Das ist auch kein Rad. Süßkuchen, Tato, Todeskralle und den Braten. Sehr schön. Da haben wir wieder genug Platz. So, hier lagern wir unsere Klamotten ein. Unterhemd und Jeans. Eine Lederkombi. So, und was haben wir hier? Waffen. Hallo, wo ist denn jetzt? Waffen, Inventar, Muni, Schrott. Ach genau, der Schrott noch. Hilfsmittel. Gesundheit. So, den Schrott schmeißen wir auch noch. Nein, nicht so. Den Schrott schmeißen wir auch noch rein. So. Ich glaube aber, es wird Zeit, auch mal so ein bisschen gegrilltes Zeug einfach wegzupacken, weil ich habe da doch inzwischen doch recht viel, ne? So, dann fangen wir mal an. Das meiste Rathirsch 120 weg. 70, 40, 35. Weil ich habe irgendwie den. Weil ich habe irgendwie den Tick, dass ich einfach Strahlung widerstehen. Weil ich habe halt leider Gottes einfach diesen Tick, einfach immer das erstmal das zu ver, ja, das zu ver, verbraten, sage ich jetzt mal, was halt am wenigsten Energie zurückgibt. Da haben wir das Majerlook-Fleisch, das können wir weg. Gekochtes Weichschalenfleisch. 45, 40, 30. Da haben wir noch eine gegrillte Kakerlake. 55, 35, 50. 60, die Mutantenhundkeulen hauen wir noch weg. Die Stimpaks bleiben, die sind wichtig.
Red X lasse ich auch mal mit dabei. Die nehme ich auch mal mit weg. Und den Rest. Ach, da haben wir noch was mit 55. Gut. Das lassen wir dann da. Und da kann man dann bei Gelegenheit wieder was mitnehmen. Und in dieser Hinsicht war es das jetzt auch schon. Der Hund hat eh nichts mehr dabei, außer sein Halsband. Und damit war es das für diese Folge jetzt auch schon wieder. Und in der nächsten Folge gucken wir dann, dass wir unsere Quest vielleicht ein bisschen weiterführen. Und ja, ne? Also dann bis dato, macht's gut und tschüss.